Ich bin durch. Klausi, du bist dran zu einem neuen Vlog. Das funktioniert das so nicht. Wie mit Hute raus. Der Spaß beginnt. Klausi macht nicht mit. Dann müssen wir noch mal üben. Der Kunde hat gesagt, es hat leicht reingeregnet. Komisch. Der hat ja auch bei Sturzregen gebaggert. Ja, wie gesagt, der Kunde hat gesagt, es hat leicht reingeregnet. Wir machen natürlich, das Glas ist ja da, wir machen das Dach rein. Glas ist ganz interessant, ne? Was stand auf der Verpackung? Was hast du gelesen? Was habe ich gelesen? Auf ja. Das ist schon was her, weiß ich nicht mehr. Nee, das ist ja geliefert worden und dann? Ach so, Nachtversand, man soll sich melden bis nächsten Tag 9 Uhr, aber da war sie noch wenn, nicht mehr wenn da. Wenn was kaputt sein sollte. Bei Transportschäden und das hat nicht so funktioniert, weil sie war bis 9 gar nicht da, also der Nachtversand hat 30 nicht so Euro geklappt. Nachtversand und kommt nicht rechtzeitig an. Das ist immer so die Sache, wen willst du da wieder ankreiden, machst du ja nicht, aber von der Idee her, ne? So, wir werden die Schaufel abnehmen, weil, wenn wir die Scheibe fertig haben, werden wir gleich die Hammergeschichte machen. Dann werden wir hier nämlich den Hammer anbauen und dann werden wir hoffentlich in diesem Video das noch schaffen, falls nicht irgendwas Komisches wieder passiert, dass wir mal mit dem Hammer kurzzeitig mal ein paar Probe tock, 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 tock machen. So, ist das dann gleich fertig? Was ist los? Ich bin wieder allein. Das hat letztens schon gehakt. Ihr seid mir alle so Haker mit euch. Dann macht die Kette doch mal kürzer. Länger. Guck mal, ich mach das für euch. Oh, gerade diese Scheiße. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Also, ich fahre ja auf diesen Anhänger rauf und auch wieder runter, ne? Aber wenn man die anderen so hat, ist das schon purer Luxus. Ja. Ist wesentlich angenehmer. Es muss auch nachher der andere Bagger-Bagger-Anhänger werden. Müssen wir wohl doch nochmal für einen Radlader dann nochmal so ein Ding kaufen. Kaufen wir erstmal einen Radlader. Warum hast du denn eigentlich das Licht ausgemacht? Ja, bei diesem Bagger habe ich das Gefühl, dass die Batterie so ein bisschen schwächelt. Ach so, okay. Ich habe die schon abfotografiert. So, hier haben wir die Scheibe, was auf jeden Fall gut geklappt hat. Wir sehen hier, es ist auf jeden Fall beides kaputt und die unsere Folie, ne, hat das schön gehalten.
Wir werden das jetzt mal versuchen, irgendwie in einer Gesamtheit rauszuoperieren, damit wir dann das Innere rausholen, also alles, was hell ist, sozusagen rausholen irgendwie. Und dann mit dem Multicutter einmal rundherum schneiden, damit wir dann die neue Scheibe von oben einsetzen können. Ich bin durch. Mr. Rambo. Vielleicht brauchen wir noch einen Eimer, wo wir das reinmachen. Ja, ich hole mal einen. Also unser Klebeband hat richtig geil geklappt, ne? Sonst wäre einem die Scheibe auch so, also in den Kopf gefallen, da, auf den Kopf. Aber auch zum Abmachen war das gar nicht so schlecht. Also klar, ein bisschen Glas kommt da jetzt zustande, aber ich glaube, dadurch hast du viel Dreck vermieden. So, wir können hier jetzt gleich saugen. Wir saugstauben gleich mal und dann passt das. War ja gerne mal die Frage, die Restmülltonne auf, die Scherben da rein, Restmülltonne zu. Es ist Restmüll. Ist jetzt alles nur mit Staubsauger. Das ist doch Kunststoff, kann eine gelbe Tonne. Ach, gelbe Tonne, ja. Das kannst du nochmal sortieren. So, müssen wir mal gucken. Jeder hat bei so Sachen ja immer so seins. Ich schwöre ja auf diese Klinge. Ich weiß nicht, ob es da noch was Besseres gibt, aber das funktioniert immer wie Teufel, ne? Das Set, ich weiß gar nicht. Ich hätte beinahe gesagt, es gab es irgendwann mal bei Aldi oder bei Norma. Namenlos. Ja, Multicutter und so sieht der ganze Schnöselkram dann aus. Wie gesagt, hier das mit dem Klebeband, das hat echt ganz gut über diesen Auftrag gerettet. Und ansonsten ist das alles, wir haben schon gefegt und gesaugt, ist das hier jetzt alles sauber raus. Wir können jetzt hier den Kleber auftragen. Da bin ich noch wieder uneins mit mir. Beim letzten Mal haben ein paar geschrieben, ja Mensch, der Kleber kommt ja auf die Scheibe. Ja, da habt ihr auch recht. Mein Problem ist halt immer, wo ist die Scheibe, ne? Jetzt kann ich das hier ungefähr sehen, weil hier, das wackelt aber, weil hier haben die Jungs von außen nochmal gegen geschmiert, ne? So eine Fuge. Und da ist das. Jetzt kann ich mir einen Zollstock nehmen. Keine Ahnung. Ich habe jetzt keinen Mann. Aber es ist... Oh, Fadi holt schon Zollstock. Jetzt kann man mal messen, wie weit das vom Rand weg ist. Da ist der Rand der Scheibe. Irgendwo zwischen 1 und 2 cm bewegt sich die Naht immer, ne? Dann können wir das auch unten auf der... Dings machen, unten auf dem Boden machen. Jo. Also, gereinigt, geprimert. Genauso oben die Stellen, die Stellen, wo kein Kleber mehr war, auch geprimert. Und wir haben bei dieser Scheibe noch rundherum geprimert, weil da im Grunde genommen noch so eine Kante, so eine Phase ran gemacht wird, damit das Wasser ablaufen kann. Ne? Ich mache ja jedes Mal beim Scheibenwechsel, wir haben ja schon ein paar gemacht, immer mal was anders. Diesmal kann ich ja mal, wer möchte, kann jetzt Zoom, kann ich ja mal einen Auszug vorlesen. Es hat ja immer so jeder so seine Ideen. Und ich habe immer so die Idee, bei gewissen Dingen mich daran zu halten, was mir der Hersteller erzählt. In diesem Moment sagt der Hersteller, vorbereiten der Klebefläche, frisches Restmaterial nicht primern, das heißt also oben auf dem Dach das.
Es bietet optimale Haftung, ne? Also da schön sauber abschneiden, dass da so eine leichte, dünne Wurst noch ist. Und wenn du da wieder Kleber drauf machst, bist du safe. Ne? Das sagt der Hersteller ganz klar. Und auf der Scheibe Glas und Keramik, das ist ja da, da soll man halt schön primern. Da musst du das Ganze 10 Minuten ablüften lassen. Und danach dann die Raupe darauf machen. Man kann die Raupe wieder auf die Scheibe machen. Ich mache in diesem Fall mal wieder den Standardspruch, den ich mache. Ich mache das da oben, weil da kann ich sehen, wo das alte Restmaterial ist und kann mich daran orientieren. Dieses Mal habe ich ja sogar noch diese schöne Pistole und habe das ja noch ein bisschen leichter. Ne? Ja, die da rauf machen, dann, dann das rauf machen, ablüften lassen, nach Gebrauch Primer luftdicht verschließen. Achso, Scheibenkleber gleichmäßig auftragen, das ist das nächste. Einsetzen der Scheibe, Scheibe unverzüglich einsetzen. Achtung, offene Zeit des Klebers beachten. Jo, wir haben ja nicht so viel Zeit, also machen wir das auch ruckzuck. Scheibe rauf. Steht hier was von meinem Spaß. Ich mag das ja gerne immer so ein bisschen mit Gewicht belasten. Ist bei dieser Scheibe ein bisschen leichter. Nö, steht nichts weiter. Also, das waren so die Vorschriften. So ein bisschen dazu grob. Und so werden wir das fast machen, weil wie gesagt, wir tragen den Kleber wieder da oben auf. Dann sind wir zu zweit. Einer nimmt sie links, einer nimmt sie rechts, drücken sie rauf, legen sie fest, fertig. So, dann wollen wir mal gucken, die Ablüftphase ist rum. Wenige. Jeder lernt hier mit seinen Aufgaben. Da muss man erstmal seine Geschwindigkeit finden bei dem Spielzeug. Aber 2,5, das ist so die Geschwindigkeit. Da kann ich echt gut mit arbeiten und das ist richtig geil, weil dieses ganze Gepresse hört auf. Und ich glaube nämlich auch, es hat jetzt 2-3 Mal gedauert, bis ich den Wert gefunden habe, wie viel Geschwindigkeit ich kann. Dieses Gerät hier hat mit dieser Pistole, hätte ich mal gesagt, mit Silikon ist natürlich, da drückst du da so raus. Ne? Dies geht schwer, das habe ich ja schon mehrfach gemerkt. Und das merkt das Gerät auch und deswegen musst du, das ist relativ wenig feinfühlig. Ne? Das geht erst, denkst du, da kommt gar nichts raus, dann drehst du mal ein bisschen mehr auf, dann ist zu viel und dann den Punkt zu finden. Aber mega cool. Vielen, vielen lieben Dank für die tolle... Wo ist sie denn überhaupt? Da. Akkuknifte, ne? So, jetzt müssen wir uns so ein bisschen an dem alten Rahmen orientieren, wo sie außen rumgeschmiert haben, ne? Wie heißt denn das Teil? Von der Hülse. Ja, von der Hülse, genau. Der braucht schon einen elektrischen Türöffner, ne? Braucht man gar nicht. Losgehen soll es jetzt mit diesem Kandidaten. Mir ist aber beim Videoschneiden aufgefallen, dass ich noch... erstmal ist diese Kamera... Wir müssen erstmal gucken, ich glaube, ich muss die Kamera wechseln. Irgendwie gefällt mir das Bild nicht. Mir ist aber noch aufgefallen, dass ich... Aufnahmen vergessen habe, weil wir am Kramer weitergemacht haben. Und die Aufnahmen von dem Kramer, die spiele ich euch jetzt mal ein. Dann tausche ich erstmal die Kamera. Und danach geht das hier mit unserem Specht los. Ja, der Gute steht jetzt hier drin. Wir werden jetzt mal zwischendurch, weil er ja gerade so schön warm gelaufen ist, werden wir mal einen Ölwechsel machen. Ne? Hier sehen wir, das sieht alles ganz gut aus, so ganz leicht, dass das da so schwitzt, aber da läuft nichts runter oder so. Von daher passt das alles soweit.
Wir wollen ja Stück für Stück, Happen für Happen, uns hier durch die Maschine durcharbeiten. Also bekommt er jetzt einen Ölwechsel. Da sehen wir unseren Filter. Da unten ist der tiefste Punkt. Da gucken wir mal, dass wir da rankommen. Ja, das passt. So, könnt ihr gucken. Ich guck mal, ob ihr gucken könnt. So vielleicht, ne? Ich wette, es ist schwarz, was da rauskommt. Ich habe so ein Gefühl. Zack. So, dann können wir jetzt hier oben einmal ziehen. Dann kriegt er da unten Luft. Dann läuft das auch schön gleichmäßig raus. Ah, das ist die perfekte schwarze Stange, ne? Ich kann die sogar greifen. Sehr schön. So, jetzt habe ich das hier an den Finger. Jetzt kann ich die Kamera nicht anders. Doch, ich kann so machen. So machen, dann läuft das da auf der Ecke und dann können wir hier aufmachen und dann können wir hier den Filter rauslaufen lassen. Zack. So. Sehr schön. Nun muss das erstmal schön eine Runde lecken. Nee. Tropfen. Könnt ihr ja schon mal den noch mal rausnehmen hier. Hier sieht man schön, habt ihr den Bindfaden gesehen? Seinerzeit war die Dichtung nicht da. Und dann hat man da so ein Zeug genommen, ne? Ja, wir haben aber jetzt die Dichtung wieder und dann brauchen wir nicht mehr dieses Abdichtzeugs. War jetzt hier noch irgendwo was zu sehen davon? Hier war doch irgendwo so ein Faden da. Hier ist noch so eine Restwurst. Sehr schön. So, schön lecki, lutschi, tropfi, tropfi machen. Ich habe nun ordentlich Zeit gelassen, habe das hier jetzt quasi rauslaufen lassen. Wir müssen gleich mal gucken, ich habe erstmal einen Lappen reingesteckt, dass wir diese Nut hier leer kriegen. Da ist ja noch eine Restdichtung drinne. Dort kommt ja dann dieser originale schöne Dichtring rein. Bevor wir das machen können, müssen wir aber den Bottich hier wegnehmen. Ab und an kommt nochmal ein Tropfen. Wir werden mal die Ablassschraube mit einem neuen Kupferring versehen. Und dann haben wir gar keinen Lappen mehr. Nee, nur noch diesen. Die Ablassschraube mit einem neuen Kupferring versehen. Dann können wir nämlich unseren Behälter da so ein bisschen wegnehmen. Und dann passt das, ne? So. Ah, er ist schon runtergefallen. Der kleine, große hier. Oh, er ist ergriffen. Ein Traum. Jo. Tschüss. Sehr schön. Und dann ist das nämlich dicht. Und da machen wir mal, gucken wir uns mal zusammen den Filter an. So sieht dieser Filter ja aus. Ganz feinmaschiges Netz. Und das werden wir jetzt von innen nach außen ein bisschen mit Luft- und Bremsenreiniger sauber machen. Und dann, ja, sollte das wieder funktionieren, ne? Hält natürlich 1 Million Jahre, filtert aber sonst nichts mega gravierendes raus, ne? Aber damals, ach, die Motoren waren ja auch nicht so anspruchsvoll, das muss man ja ganz klar sagen, ne? Immerhin dauerelastisch. Kannst nichts zu sagen. Das holen wir da jetzt schön raus. Und dann nehme ich mir gleich noch eine schöne Messingfeile. Und dann feile ich das mit der Messingfeile dann noch ganz vorsichtig raus. Das ist jetzt alles schön sauber. Jetzt geht das hier los. Filter da rein, der sitzt ja bis hinten gegen.
Da kommt ja noch was mit Federkraft. Ich hatte mir jetzt gespart, den hier vorher anzukleben. Ich wollte den eigentlich so da reinsetzen. Sieht auch sehr gut aus. Dann unseren Deckel da drauf. Schräubchen mit einem neuen Kupferring. Und dann muss das ein bisschen, muss man darauf achten, dass man das auch ein bisschen zentral da jetzt ranschraubt. Ne? Ich gucke da gerne einmal nochmal rum, dass mich im Grunde genommen der Rand von der Dichtung, jetzt können wir hier sehen, hier unten haben wir nicht so viel Rand, oben haben wir ein bisschen mehr Rand. Und dann machen wir das noch ein bisschen hoch und dann, dass das ein bisschen zentrierter ist, und dann ziehen wir das an. Meine Pumpe hat einmal gespuckt. Sie ist so ein bisschen Schaum gemacht. Ich meine, 4 Liter kommen da rein. Aber wir haben ja einen Peilstab. Und der Peilstab wird uns schon helfen. Da muss ich mal gucken. Für den Deckel gibt das bestimmt auch eine Dichtung. Die sieht nicht mehr so schön aus. Zack. Er geht auch relativ leicht. So, einmal drehen lassen. Ist bei so einem Aus, ist ja schön, Ausmacher kann gerade bleiben. Dann hat das Öl jetzt auch gleich die richtige Farbe, dann können wir das perfekt ablesen. Wir warten noch ein bisschen. So, wollen wir mal gucken, ich hatte ja nicht alles reingekippt von den 4 Litern. Kann man das sehen? Wir sind da jetzt kurz vor Maximum. Ne? Also, den letzten Schluck brauchen wir da nicht noch reinkippen. Der ist über. Es ist ja auch 4 Liter Öl sind da mutmaßlich drin. Und das, was jetzt drin ist, ist Wechselmenge. Ne? So, was ist da noch über? Ja, 0, vielleicht war auch ein bisschen mehr drin, so ein halber Liter auf jeden Fall. Ne? Sogar über ein halber Liter, also je nachdem, keine Ahnung. Ist auch egal, das Öl ist ja nicht schlecht, das ist ja noch sauber, das kippen wir wieder zurück. Und dann passt es, ne? Soweit sieht das auch alles sehr gut aus. Dann können wir jetzt die Wanne wegräumen, vielleicht Feierabend machen. Ja, weiß ich auch nicht, irgendwie hatte ich den Ölwechsel, der war eigentlich ja für das vorletzte Video, ja, der war auf so einer Karte und dann war der einfach nicht dabei, ne? Na egal. Aber wollen wir euch nicht unterschlagen, ne? Wir stecken immer weiter ein bisschen Liebe in diesen Kramer nebenbei und das war jetzt so ein bisschen Ölwechsel, den sollte der ja noch haben. Auch schon mal ganz cool. So sind wir mal Stück für Stück, arbeiten wir uns da langsam durch. Weiter soll es aber hier an diesen Bagger gehen. Ich habe den Hydraulikanschluss besorgt. Und wir werden gucken, dass wir die Stickstoffblase da drin aufgefüllt kriegen. Und dann werden wir mal sehen, ob der nicht irgendwie mal so ein bisschen so knattert und uns irgendwas kaputt macht. Ne? Das werden wir gleich wieder im Dunkeln machen müssen, wenn wir dann so weit kommen, dass das alles so ist, wie ich mir das so denke. Ne? Genau, wir machen erstmal den Anschluss neu, wenn der passt. Und dann gucken wir mal weiter. Es geht ja um den Kandidaten. Ja, der ist da drin so vergammelt. Werden wir gleich nochmal reingucken. Da ist ja annähernd kein Druck zu erwarten auf dem drucklosen Rücklauf. Deswegen werden wir den da jetzt mal answitchen. Ich weiß gar nicht, ich habe da jetzt mal, das ist ja auch so ein komisches Patent hier. Oh, muss ich mit Gegenhalt machen. So ein komisches Patent, wo die Verschraubung da gleich drin sitzt. Müssen wir, könnte sein, dass das auch so gegangen ist, tut sein. Ja, werden wir sehen. Ich habe vorsichtshalber noch den mit besorgt, dass wir auf jeden Fall die Ölkupplung da rankriegen. Ja, in der Ruhe liegt die Kraft, ne? Wenn da so Öl pieselt, kriegst du das da nicht rauf. Ne? Mehr so.
Dieser wird da ja irgendwo reingeschraubt sein. Können wir mal gucken, ob man den noch getrennt kriegt. Dann hat man diesen Adapter noch, ne? Weil das, ja. Das noch wieder herrichten und ich meine, so ein neuer Kopf. 15 Euro oder so. Ja, dann musst du den lieber nehmen, ne? Bevor du anfängst, da irgendwas Sinnloses da mit Spray und hin und her. Und dann hast du trotzdem immer noch so eine rostige Kupplung da. Das schockt alles nicht, ne? Wir gucken mal, ob wir noch eine Kappe haben. Jetzt geht's weiter. Als nächstes dachte ich mir, hauen wir mal so einen Meißel da rein. Sind zwei Meißel bei? Schrieb auch einer ganz passend in den Kommentaren. Sind zwei Meißel dabei? Wenn du den einen versenkst, hast noch einen zweiten, um den wieder freizukloppen. Ja, ich glaube, das ist nicht ganz abwegig. Dafür habe ich mir ja extra das teuerste Fett meines Lebens gekauft. Und ich muss feststellen, ich habe so eine altmodische Fettpresse gar nicht mehr. Naja. Auf jeden Fall ist das hier ja... Achso, ich filme da gar nicht hin, ne? Ist das hier ja so Meißelfett. Ich habe auch keinen Lappen. Hier ist einer. So Meißelfett. Weil da ist ja so ein Schmernibbel, aber wir setzen den Meißel ja nachher von hier rein. Und dann sollte das ja kein Problem sein. Der hat hier, sehen wir ja, eine Freifläche. Und da gehört dieser Bolzen hin. Dieser Bolzen allerdings wird gesichert mit diesem Hohlspannstift. Und ich glaube, dieses Werkzeug ist dafür gedacht, den da rauszuprügeln. Wobei ich da schon wieder sagen muss, ein bisschen größer. Da fällt er rein. Also die Hohlspannstifte wollen wir nicht rausnehmen. Ein bisschen größer wäre cooler. Jetzt haut man da so eine Mitte. Ich guck mal, ob ich einen größeren habe. Um erstmal in Gange zu kommen, habe ich hier was Größeres gefunden. Ist gar nicht so weit, muss der, glaube ich, gar nicht raus, ne? So, kann er ja auch mal nach oben, könnt ihr den sehen. Da war hier der Hohlspannstift einmal so durch. Jetzt brauche ich aber Handschuhe, dann fetten wir den Meißel mal ein bisschen ein. Vorher gucken wir, ob das sauber ist. So, hier oben ist noch ein Qualitätsaufkleber drauf anscheinend. Den können wir abmachen. Das könnte IO heißen, aber wer weiß das schon, ne? Der kommt da so weit rein. Also ist das Gros hier so. Gar nicht schaden, die Fläche so ein bisschen. Hier oben machen wir aus Korrosionsgründen ganz bisschen drauf. Da knallt ja eh das Ding drauf, unerheblich. Ballert eh weg, ne? Die Frage ist nur, der Schmiernibbel ist ja auch nur da oben. Hier unten wird er geführt. Ja, weiß ich auch nicht so richtig. Leicht dünn einschmieren. Kann ja vielleicht nicht schaden. Wie weit geht er denn rein? So weit. Das batscht aber ordentlich. So ein bisschen wie das Langzeitfett. Obwohl ich auch mit jemandem an einem Tisch gesessen habe, der gesagt hat, ich habe mein Leben lang noch nie Meißelfett verwendet und komischerweise habe ich noch nie Probleme gehabt. Ja, die Fälle gibt es natürlich auch. Aber hier ist nachher der entsprechende Schmiernibbel, die entsprechende Schmierstelle. Passt also. So, jetzt kommt der hier rein und unser Hohlspannstift wird wieder zurückgetrieben. Dann haben wir den Meißel schon mal nach bestem Wissen und Gewissen eingesetzt, ne? Soll ich noch weiter weggehen oder geht das so? Hä? Wenn es explodiert. Was ist denn mit meinen Handschuhen? Den brauche ich vielleicht. Da hat der Chinese gesagt, soll ich anziehen. So, jetzt haben wir hier diese Armatur. Es ist ja alles da. Dann können wir hier die
Meine ich, ne? War das so, ne? Den Stopfen rausnehmen. Oh, Mensch. Hier drinnen befindet sich ja unsere... dieser Hund. Alles, was wir brauchen. Was befindet sich da drinnen? Na, unsere Stickstoffblase. So, also wir müssen jetzt zu Ende sprechen, die Sätze. Ne? Hier drinnen befindet sich unsere Stickstoffblase. Hier haben wir die Uhr, um dementsprechend das sich anzeigen zu lassen. Und da muss erst hier unten, also wie kann man das mal am besten zeigen? Wir werden gleich hier drauf gehen, übrigens. Hier, ich weiß gar nicht, ist das jetzt abgedichtet? Ist da noch ein O-Ring? Ja, da ist ein O-Ring. Hier befindet sich quasi die Zuführleitung. Dieses ist die Armatur, die reingeht mit dem O-Ring. Und da drinnen ist ein Druckventil. Puh, ja, ich sage jetzt einmal mal übertrieben, da drinnen ist ein Anschluss, wie, also ein Druckluftanschluss. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, sehen wir, dieser Pin kommt raus. Und mit diesem Pin drücke ich hier drinnen das Ventil runter und der Druck wird mir auf dem Manometer angezeigt. Ne? So, wir schrauben also erstmal das Manometer hier fest. Fest. Da müssen alle Anschlüsse dafür dicht sein. Wir machen es schon mal mit ein bisschen Platz hier. Ne, wir machen es noch anders. Wir machen schon gleich die Flasche drauf, denn entweicht zwar was, aber egal. Ich kann schon mal eine Lampe haben, bitte. Oder wir machen das große Licht von oben an. Du weißt gar nicht, wo der Schalter ist, ne? Ich weiß es nicht mehr so genau. Nee, das war's nicht. Nein, nein. Irgendwo weiß ich, war's. War's hinten? Am Tor? Bist erst 12 Jahre hier, oder wie war's? Das ist so selten an. Das mache ich ganz oft an. Ja, du machst es an, ja. Immer, wenn ich nicht hier bin. Nee, das haben wir schon am Tag gehabt. Aber beim Livestream hat man das schon an. Da habe ich nicht drauf geachtet, wie du das angemacht hast. Ja, siehste, weißt du auch nicht, ne? So, haben wir denn Uhr? Wo ist denn eigentlich mein Schraubenschlüssel? Das hatte ich doch hier irgendwo vorhin. Da hast du meine Lampe, ist ja auch nicht schlecht. Eine Lampe. Hier, das ist mein universaler Schraubenschlüssel. Fest. Reiser. So, im Endeffekt ist da ja nicht viel drauf. In Anführungsstrichen sind da ja nur 16 Bar drauf. Mal her. Jetzt ist das hier alles im Grunde genommen dicht. Wir haben im Grunde genommen da zu, aber hohl von innen. Den da drauf geschraubt. Das ist alles verbunden miteinander. Das ist quasi... das hat Verbindung nach da und das auch Verbindung nach da und hast du nicht gesehen. Wenn ich jetzt auf das Tier drücke, müsste uns der Druck angezeigt werden. Zack. Da sehen wir da unten, ja, mittlerweile nur noch, weiß ich auch nicht, 8 Bar oder so. So, jetzt muss einer von uns, ich drehe oben langsam ein bisschen was auf und einer von uns, der müsste meine Frau sein, müsste den Knopf gedrückt halten. Ich habe ein bisschen Angst. Ach Quatsch. Wir geben ganz langsam ein bisschen was drauf. Wir geben auch ein bisschen mehr drauf. Wir wissen ja, wir werden was verlieren. Da sind 20. So. Na? Wie viel sind denn darauf? Ja, 16. Und wir haben jetzt 10. Haben wir jetzt 18, 19? Ungefähr. Machen noch ein bisschen mehr. Ja, das macht uns. Was denn? Ich habe losgelassen, ne? Ja, hier unten ist eine Schraube. Mit der können wir ein bisschen was ablassen. Ne, wir haben jetzt hier zu, da ist nichts. Es ist jetzt hier auch auf diesem Schlauch Systemdruck drauf. Ne? So, wir müssen immer
was drauf mache, jetzt können wir, jetzt ist das Ventil zu, jetzt ist nur der Druck in diesem Schlauch. Jetzt lasse ich ein bisschen was von dem Schlauch ab. Geben wir nochmal wieder Systemdruck drauf. War einmal ein bisschen großzügig von mir. Es dürfte jetzt nichts passieren, ne? Erst wenn ich hier drücke. So, jetzt verlieren wir ein bisschen damit. 20, 19, 18, 17. So, noch ein ganz bisschen lassen wir noch ab. So, ein ganz bisschen verlieren wir auch noch, ne? Ganz bisschen verlieren wir auch noch. Wenn wir jetzt drauf drücken, haben wir Verbindung. Wir haben jetzt unsere 16 Bar. Das sollte soweit passen. Da sind jetzt 16 Bar Druck drauf, ne? Das ist jedem bewusst. Deswegen weiß ich noch nicht wo. Wir machen sie, wir können sie hier oben an dem hier ganz entspannt entweichen lassen. Ne? Zack. So. Jetzt zeigt er hier natürlich auch wieder 0 an. Ne? Ich könnte jetzt auch meine Kappe hier wieder drauf machen und dann wieder drauf drücken. Dann müsste er mir wieder meine 16 Bar anzeigen. So, dann kann ich die abschrauben, die Uhr. Und dann habe ich das ganze Hexenwerk schon fertig. Ne? Das ist jetzt nichts Besonderes, das war ja auch nicht viel. Und ich muss auch nicht hier oben noch einen zusätzlichen Druckminderer draufbauen. Ne? Also den Unterschied, ich sag mal, dass wenn man hier ganz vorsichtig den Hahn aufdreht und wenn man das mit Gewissen macht, ist das auch gar kein Problem. Ne? Das sollte jedem bewusst sein. Hier sollen 16 Bar drauf. Der Nächste sagt, das kannst du so lassen. Ach komm. Wir sind da mal ganz pingelig, wir machen das so, wie es soll. Und dann sind wir da schon mal auf der richtigen, sicheren Seite. Ne? Dann haben wir das erledigt, der Meißel ist drin. Jetzt können wir uns das ganze Ding, wir räumen noch ein bisschen auf, an den Bagger ranzerren. Das war jetzt der schöne Adapter. Komm Puppe, zieh! Sehr gut. Beziehungsweise, das ist nicht nur ein Adapter gewesen, sondern... Oh, guck mal, das Licht ist an. sehr gut. Das waren zwei Adapter. Die konnte man ineinander machen. Dieses war quasi W24 auf W24. Und das hier, war das überhaupt so? W24 auf W24. Und das hier war dann der Adapter auf unsere Geschichte, die ja hieß, dass ich das schon nicht mehr im Kopf habe. Hier ist das doch. Die ja hieß G5 Achtel, ganz genau, G5 Achtel. Ich habe dann noch, hier war ein Pilz oben drauf, so ein, ja, wie man den so kennt von Hydraulikanschlüssen, den habe ich eiskalt abgeflext und dann gerade gemacht. Und das ganze Ding, weil hier ja eine Gummidichtung ist, war das Ding dann hier auf der Gummidichtung drauf und wir haben ja gehört, es hat nicht gezischt und gar nichts. Alles gut, ne? Richtig, richtig cool. Vielen, vielen Dank für den tollen Tipp. Habe ich da ja bei eBay über die beiden Links gekauft, die du mir geschickt hast. Und somit haben wir eigentlich alles. Jetzt kommt wirklich ran an den Bagger, raus. Machen wir das heute noch? Ja, sicher. Ich bin heiß wie Frittenfett. Jetzt übrigens bei Standgas, ne?
Handgas. Der Specht, er schlägt zu. Also das funktioniert ja richtig gut, muss man ja mal fairerweise sagen, ne? Absolut geil. Das hier ist ja übrigens so Schachtringe, das ist ja, sieht man ja auch an der Färbung, ne? Das ist hier von früher ziemlich sandige Mischung, aber das ist ja schon richtig ein Kram hier, ne? Und man hört das auch, ne? Wenn er quasi durch ist und du, dann macht er vielleicht nochmal ein, zwei Schläge, dann hört man auch, wie er lauter wird, ne? Da. Also das ist so richtig, ich bin Geräuschimitator, ne? hört man das so richtig, ne? Aber so für unsere Anwendung und ich fahre im Standgas, ne? Also ich habe kein Gas gegeben und da dachte ich, wenn du manchmal dann den Arm bewegst, dann geht er aus, so gefühlt, ne? Brauchst gar nicht mehr Dampf. Vollkommen ausreichend. Wir werden sehen, wenn wir mal irgendwo irgendwie was wegprügeln, aber hier so diese dicken Dinger, die machen wir klein. Das werden wir allerdings im Hellen machen, damit wir den Bauschutt dann. Ach, das ist auch mehr Spaß, aber damit man den dann auch besser los wird und dann hier ist das doch cool. Und wenn wir dann irgendwo was haben, wo wir was wegmachen müssen, da oben wird es ja mutmaßlich ein bisschen was geben und unterm Carport werden wir was haben und so, haben wir den Hammer, anbauen, fertig, ne? Total geil. Ich bin begeistert. Und du? Ja, das ist cool. Ist ein bisschen laut, aber... Das ist aber hier draußen drin ging. Ja, aber hier draußen, wenn man daneben steht, ist es schon laut. Ja, die Nachbarn. Wir wollen auch nicht jetzt, also... Ich hätte jetzt Bock, den Haufen durchzunageln, aber... Es ist auch kalt. Ja, es ist kalt. Ich muss noch den Riemen machen am Bagger, das mache ich dann jetzt. Aber bist du zufrieden mit der ich Arbeit? Ich bin zufrieden. Wir müssen noch an die Treppenstufe da ran. Komm, oh je. Die Blockstufe nehmen wir noch. Sollt ihr mal was sagen? Das sieht aus, als ob das ein Skorpion ist. Was ist denn los? Das erste Mal, dass der Hund Respekt hat. Bring her. Komm schnell weg aus der Gefahrenzone. Da ist jetzt auch Bewährung drin, ne? Dem Holzvideo, ja, da ist ja jetzt mehr Diesel verbraucht als Holz, geholt, bla bla bla. Ja, das braucht Diesel bestimmt. Dieser Bagger übrigens im Stand, ich will nicht viel sagen, also unter Volllast braucht er keine 3 Liter. Komm, lass ihn 1,2 Liter die Stunde verbrauchen. Welchen Mitarbeiter kannst du für 1,2 Liter, das sind hier, nehmen wir nochmal 2 Euro, für 2,50 Euro die Stunde beschäftigen, da kannst du gar keinen beschäftigen. Ne? Dass das auch eine Abnutzung ist, bla bla, alles klar. Aber hier, für uns ist das eine Arbeitserleichterung. Ich stelle mich nicht mehr hin und hau mir den Rücken kaputt, der eh schon kaputt ist. Mit solchen Sachen. Deswegen, und das macht auch Spaß. Ihr müsst auch mal an Spaß denken. Ihr lebt nur einmal. Wenn ihr in der Kiste liegt, ist vorbei.
Das ist aber eine andere Hausnummer, ne? Da muss er ein bisschen was tun. Aber so auf den Arm, dass das hier irgendwie großartig zittert oder so, das ist nicht, ne? Ist das? Nö. Das ist schon in Ordnung. Also man merkt das wohl schon, aber das ist nicht schlimm. Zack, hier haben wir die Trennung, ein Schrauber sozusagen und dann hier den nicht mehr so schönen Kuppler, ne? Der kann weg. Ja, was soll ich sagen? Ich bin schwer begeistert. Was ganz gut hinhaut, ist so mit den 45 Grad. Beim Holzspalter hat auch viele geschrieben 90 Grad, beim Holzspalter geht das leider nicht. Die Frage wäre jetzt, hier würde glaube ich 90 Grad nach oben tatsächlich gehen. Dann könnte man diese Schläuche für den Holzspalter nehmen. Weil hier klappt das Ganze nicht so weit ran und da war noch Platz. Das muss ich mir nochmal überlegen. Dann könnte man die für den Holzspalter nehmen. Nee, könnte man nicht. Sind ja auch verschiedene Größen. Nee, müssen dranbleiben. Hat sich erledigt. Aber die Schläuche waren jetzt nicht im Weg. Ich habe jetzt auch gar nicht einmal ganz nach vorne gemacht. Wenn man den jetzt natürlich einmal ganz nach vorne macht, weil man irgendwo reinpicken will, was weiß ich, ist zwar nicht die typische Art und Weise, um damit zu arbeiten, aber es besteht ja die Möglichkeit, den da hinzuklappen. Und so weit müssen die Schläuche auch lang, ne? Das nützt ja nun mal alles nichts. Aber das generell funktioniert schon mal sehr, sehr gut, ne? Die müssen ja nun mal hier über Kreuz. Ja, ach, alles gut. Auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden. Für das bisschen, was ich jetzt da gemacht habe, natürlich alles keine Referenz. Aber es soll ja auch nur ein bisschen was für uns sein, um uns zu entlasten, um sich die Arbeit selber leichter zu machen. Man hat so ein paar gehabt und dann ist es, glaube ich, nicht zum Nachteil, wenn man sich da solche Hilfsgeräte besorgt, um seine Arbeit zu machen. Ne? Ich habe hier den ersten Tag im Wald, als wir da Holz geschleppt haben, danach habe ich eine Woche lang Rückenauer. Ne? Also das Ding kann eigentlich nichts mehr abgefühlt. Ja. Und von daher ist das immer alles Entlastung des Körpers und nicht Entlastung des Portemonnaies. Das muss man immer ganz klar so sehen. Ne? Aber generell bin ich sehr begeistert, wie das funktioniert hat. Und das hat auch nicht doll auf den Arm. Also das geht auf die Buchsen, das merkt man ja nicht. Also es ist ja nicht so, dass da einer steht und da drum wackelt oder so. Nee, das sind ja so kleine Tok-Tok-Tok-Schläge. Ne? Wobei so klein sind die Schläge gar nicht, wenn man so hört, was da vorne so bam, bam, bam ballert. Ne? Aber im Verhältnis ist das okay. Wie gesagt, das ist für uns nicht so für das Vermieten. Da kann der Holzspalter rein, ja, dies hier aber. Wollte ich gerne für uns lassen und wenn da irgendjemand was hat hier im Bekanntenkreis und sagt hier, kannst du mir mal kurz, ich habe hier irgendwie ein so ein Fundament, so ein Streifen oder so ein, was weiß ich nicht. Mein Opa hat da mal so ein Poller hingemauert. Dann denke ich mal, kann man damit auch mal losfahren und das eine oder andere, so eine oder andere Kleinigkeit mitmachen. Ne? Ja, sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Bin ich echt zufrieden mit. Ich wollte gerne hier den Druck messen. Ja, man hätte hier mit 15 L irgendwie zwischengemusst und dann auf Minimess-Anschluss zum Beispiel. Habe ich aber nichts für. Ich habe kein T-Stück. Ich müsste ja ein T-Stück haben mit Überwurfmutter. Ne? Das wäre so das Beste. Dann hätte man ein T-Stück mit Überwurfmutter in 15 L und dann, ja, und dann ein Abgang. Der kann auch in 12 L, aber auch in 15 L, das ist egal. Die Minimess hätte ich. Und dann könnte man das messen. Einmal den Rückstaumessen von der Leitung. Allerdings, es ist eine Original-Hammer-Verrohrung, extra dick
Und sie ist eigentlich Rücklauf. Das war immer die Aussage. Das wird sich auch nicht ändern. Man könnte noch mal einen Plan gucken, wie es wirklich sich darstellt. Aber es ist halt Rücklauf. Und was sollte daran nicht in Ordnung sein? Ne? Der Bagger ist halt genau dafür ausgelegt, dass er solche Dinge kann. Sehr schön. Dann haben wir das. Bin ich sehr, sehr zufrieden. Das hat mich dann für heute, also... Es hat mal was richtig gut geklappt. Alles. Befüllen, anbauen, hammern. Eigentlich ein Bier trinken und zu Bett, dann ist das Einfachste. Dann ist am wenigsten passiert. Oh Mann, hier ist noch nicht aufgeräumt und noch gar nichts. Es ist jetzt auch schon zwei Tage nach, also ein Tag vor Video. Und da müssen wir sehen, dass wir zu Potte kommen. Was soll ich sagen? Achso, heute war nämlich Bagger raus und da hat meine Frau mich erstmal angemacht. Oh, kann ich denn überhaupt den Gabelstapler haben? Und jetzt gucken wir mal. Ich sag hier, ja, kannst du, aber du musst die Box isolieren. Mach da mal einen Lappen zwischen. Und siehe da, sie hat die Box hier so reingemacht, tippitoppi, mit so einem Lappen. Weil man nicht, ich habe den Lappen schon wieder hochgeklappt, weil ich Angst hatte. Dass er abbrennt? Ja, am Anfang. Aber er muss ja nur da unter, das ist das Wichtige. Ja, aber ich hatte den so eingepackt, dass der nirgends gegenkommt. Nee, genau. Gabelstapler, das ist ja hier die Geschichte. Bisschen Kleinkram ist noch. Für die, die das live nicht gesehen haben, wir haben uns hier oben eine Box gemacht. In dieser Box sind jetzt 80 Volt drinne und drei Schalter. Das ist die Original-Nachbau, nicht, sondern eine Original-Box, die 80 Volt auf 12 Volt umtransformiert. Die 12 Volt wäre normalerweise für den Gabelstapler, für alle seine Funktionen, die er hier so hat. Licht, Blinker und Co. Ne? So, dann haben wir hier unseren Trennschalter. Zack. Jetzt funktioniert eigentlich unsere Geschichte hier vorne schon. Wir sehen, hier funktioniert schon das Fahrlicht. Und mit dem nächsten Schalter funktionieren hier oben die Arbeitsscheinwerfer. Ne? Also, wir haben am Gabelstapler schon mal Licht. Warum haben wir, also das ist ein extra aufgebautes Netz, hat folgenden Hintergrund, 80 Volt Scheinwerfer, 80 Volt direkt von der Batterie, keine Umwandlung, keine Verluste. Und somit bin ich der Meinung, dass das die energieeffizienteste Maßnahme ist. Weiter geht's auch noch. Ich habe keine Ahnung, wie das 12-Volt-Netz hier aussieht. Ich weiß nur, wenn ich einschalte, müsste der Scheibenwischer gehen mit 12 Volt. Geht nicht. Das Einzige, was geht, ist so ein bisschen der Blinker. Gut, weil da drüben das noch heil ist. Hier ist das Birnchen irgendwie kaputt. Keine Ahnung. Da muss ich noch drum gekümmert werden. Und deswegen gehe ich auch nicht davon aus, dass irgendwelche Arbeitsscheinwerfer gehen würden. Und nichtsdestotrotz, selbst wenn sie gehen würden, würden sie über den Wandler gehen. Der Wandler macht aus 80 Volt 12 Volt. Immer Wandlung, immer Energie. Nicht Vernichtung, aber es braucht Energie. Und die können wir uns ersparen, indem wir hier mit dem Netz einfach unabhängig davon arbeiten. Ne? Genau, finde ich aber ganz cool. Muss ich nochmal einmal schnell ein bisschen zu Ende schrauben, das Kabel nochmal ein bisschen anständig verlegen, zack, und dann haben wir das soweit fertig, ne? Richtig cool. Und dann die Scheinwerfer, die sind aber auch, allein die Fahrscheinwerfer, nee, das sind die falschen. Hier die Fahrscheinwerfer, das ist ja da. Schön mit Angel Eyes, könnt ihr das eigentlich sehen? Da kann man das ein bisschen sehen, ne? Außenrum, Standlicht sozusagen, richtig, richtig cool, ne? Mhm. Ja, da haben wir zumindest schon mal ein bisschen Licht, mega. Ihr Lieben, das Video ist eigentlich schon zu lang und deswegen nicht zu lang, sondern es muss auch enden, sonst wird das irgendwie alles nichts zeitlich. Vorsicht mit meinem schönen Pullover aus deinem Shop. Hast du eigentlich einen? Ah, du hast den Lohnbetrieb. Alles gut. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wir packen noch Pakete aus. Bleibt genau. Gerne dran. Wer möchte, wir hatten noch zwei ganz liebe, insgesamt vier ganz liebe Besucher hier. Die haben noch was mitgebracht, das möchten wir euch gerne noch zeigen. Ja, und ansonsten, ansonsten könnt ihr euch schon so ein bisschen freuen. Ich hoffe, ich kriege das zeitlich hin mit dem Schneiden. Ich wollte eigentlich in diesem Video zeigen, wie wir Videos schneiden. Und wie die Geschichte endet, das seht ihr am Sonntag. Sonntag, weiß ich auch nicht, 10 oder 12 Uhr, was wollen wir machen? 12. Sonntag um 12, seht ihr denn das Resultat? Wie wir so Videos schneiden. Oh Mann, es ist wieder eskaliert. Aber macht nichts. Kann ja mal passieren. Also ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Was ist da mit deiner Zunge los? Warum arbeitet die so? Willst du ein Bier? Du willst ein Bier, ne? Warte.
Mach hier nicht irgendwo ein Bier. Ja, warte. Hier war's Bier. Ja, da ist kannst du haben. Cheers. Prost. Das ist es nicht. Ihr Lieben, wir hatten Besuch und einmal von Mario und Petra. Die beiden waren da und die sind eigentlich gemein. Was denken die denn, was ich alles noch arbeiten soll? Guck dir mal den Batzen Ölwechselzettel an. Wenn ich so viel Ölwechsel machen soll, dann habe ich irgendwann keinen Bock mehr auf Ölwechsel. Und gerade in diesem Video war wieder Ölwechsel. Aber schön. Richtig cool. Was denn überhaupt für eine Marke? Avia. Ah, Avia. Toll. Avia. Also, Ölwechselzettel mitgebracht. Haribo mitgebracht. Und schön paar Hasselröder Granaten mitgebracht. Richtig, richtig cool. Ihr Lieben, wir waren ja leider nicht da. Aber einen guten Ablagerort gefunden, ne? Richtig cool. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Und wir lassen uns all das, was ihr mitgebracht habt, ganz in Ruhe, entspannt. Oh, wir müssen Lagerfeuer machen und dann lassen wir uns das schnell schmecken. Vielen, vielen lieben vielen, Dank. Vielen, vielen Dank. Genau, und dann hatten wir noch Besuch. Ja, wir hatten wir beide. Ja, ich war nicht da. Wir hatten Rainer und Detlef zu Besuch. Genau. Wir waren schon mal da. Haben einmal Flensburger Gold mitgebracht. Rainer und Detlef, genau. Flensburger Gold. Dann gab es hier, letzte Mal gab es ja auch schon sowas Leckeres. Genau, gab es von dem Haus- und Hofschlachter das, was der Hund auch so gut riecht, so gerne riecht. Haben die beiden auch schon was mitgebracht und wir haben das auch schon mal erzählt. Beim Trecker-Treck da oben. Koppelheck. In Koppelheck haben wir nämlich auch schon öfter Fleisch mitgebracht, weil da gibt es nämlich immer Fleischpreise und das ist der gleiche Schlachter, ne? Genau. Richtig, richtig cool, ihr beiden. Mega, total lieb. Aber das Schlimme ist ja, das soll es ja dann wieder nicht gewesen sein. Dann kommt doch noch so ein Karton um die Ecke. Sie waren noch ein bisschen erstaunt. Na? Sie haben gefragt, weißt du noch, wer ich bin? Sagten sie, zu Natal, ich weiß noch, wie ihr seid. Wir haben uns das Gewächshaus vorbeigebracht. Da muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich noch nicht eingeweiht, aber ich habe mir von meinem Mann gewünscht, einen Adventskalender, den habe ich auch bekommen, mit Saat. Ja. Und das wird jetzt angefangen, sozusagen, das Gewächshaus. Und das wird dann benutzt. Weil die Saat muss jetzt mal langsam, damit sie dann später in den Boden kommt, vorgezogen werden. Genau. Was machst du da? Ja, so rumexperimentieren. So, auf jeden Fall. Haben wir noch mehr mitgebracht. Oh, noch leckere Naschis. Kaninchenrücken. Guck mal, möchtest du Kaninchenrücken haben? Oh, riecht auf jeden Fall auch. Dann kannst du nämlich mal von der Menschennahrung weg. Zunge geht schon mal raus. Wobei, man muss ja sagen, sie hätte sich das auch rausnehmen können, hat sie nicht gemacht. Nee, ne? Das also macht sie auch nicht. Das und macht dann gab es hier noch. Ja, ihr Lieben, auf jeden Fall noch Schoki, jede Menge. Schoki. Also unglaublich. Wir sind schon für Ostern gewappnet. Richtig cool, ihr beiden. Vielen, vielen Mega. Dank. Und kommt gerne nochmal wieder. Genau, kommt gerne nochmal wieder. Wir wünschen auf jeden Fall gute Besserung, ne? Weiterhin. Und dann, ja, hoffen wir. Das Video hat euch gefallen. Ich warte auf eure E-Mail. Oh, guck, eine E-Mail, das kommt auch noch. Ich war nicht da, ich kann da nichts zu sagen, ihr Lieben. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Und dann sehen wir uns zum neuen Video am Samstag wieder, ne? Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ja, das Kaninchen ist schon fast weg. Wahnsinn.